Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge als Season 3 Folge. Und wir gucken mal schnell um in den Newsfeed rechts oben. Da sehen wir, dass der Weihnachtsmann kommt. Der Weihnachtsmann bekommt auch etwas Milchkekse und viele, viele Kronen. Gehen Sie zu Ihrer Sammlung und sehen Sie sich sein Kostüm an. Jetzt werden wir schon gesiezt hier. Wunderbar, gehen wir mal schnell in unseren Spind. So, das ist jetzt der Santa Plum Skin, den wir alle geschenkt bekommen haben. Gar nicht mal so schlecht aus. Soll das eigentlich eine Brille sein da unten drunter? Na, wie dem auch sei, jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Das einzig Gute an dem Türenlauf ist, dass man nicht so lange warten muss, wenn man im Ziel ist. Das Schlechte am Türenlauf ist, dass man erstmal ins Ziel kommen muss. Okay. Noch sieht es ja ganz gut aus. Noch bin ich vor den meisten, okay. Ja, das war es dann auch schon. Fast wieder. Wenn man mal im Ziel ist, dann geht es eigentlich relativ schnell. Da braucht man nicht so lange warten wie bei den ganzen anderen ersten Levelrunden. So, da sind wir auch schon durch. Zack. Also hier beim Skiflug gibt es ja zwei Taktiken. Wenn man vorne startet, würde ich immer hier so außen lang, ganz nach unten überspringen und dann ab in die Mitte. Dann nehme ich direkt 5 und kann direkt wieder oben starten. Und das gleiche dann nochmal an meiner Seite vorbei. Dann hier über den Sprungblock rüber und dann ab in die Mitte. Seht ihr schon 10 Stück. Das gleiche nochmal. Hoffentlich klappt das jetzt. Komm. Ey. Oh. Die Kante da gesprungen, aber so kommen wir trotzdem rein. Und durch sind wir. Sprungclub habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Dann noch mit den Kanonen dabei. Aber nur mit einem Balken unten. Das entspannt das Ganze so ein bisschen. Mit den drei Balken unten finde ich schon echt heftig. Vor allem, wenn da noch die Früchte geschossen kommen. Ich muss auf die Früchte aufpassen auch. Aber jetzt geht es ja doch schon schnell. 7 raus, 8 raus, 9 raus und weiter. Wahnsinn, Leute, mit 13 eine Reifenlegende. Oh, natürlich sehr unglücklich, vielleicht jetzt nochmal. Ich glaube, da kommt man nicht durch so. Da kommt man so nicht durch. Ja, okay, die Gans macht's richtig. Oh, hä? Was war das denn? Okay. Zwei sind schon durch, okay, könnte eine enge Kiste werden. Bei so wenigen Leuten sollte man eigentlich auf die goldenen gehen. Weil die spawnen jetzt gerade an ein bisschen blöden Orten. Okay, jetzt muss hier Leiter hoch, Treppe hoch. Ja, okay. So, 3. Ah, hab ich nicht mehr bekommen. Ja gut, aber die anderen tun sich scheinbar auch schwer. Da kommt jetzt auch im Moment keiner weiter. Ist denn hier ein goldener überhaupt? Ach, da hinten. Da ist doch einer. Ne, der gelbe nimmt den, dann nehme ich den. Schön, und jetzt hier oben nochmal drauf. Das geht doch easy. Jo, Rollbahnfinale. Alles noch ganz gemütlich. Jetzt geht's ja noch. Hey, ey, lass mich mal los. Was ist denn mit der Gans hier los? Und dann kommt die schon wieder. Kommen wir hier mit zusammen. Boah, geil. Teamwork mit dem Gelben. Ich hätte ihm den E-Mod, weil ich mich bedanken kann. Das war blöd, aber ich muss auch eh rüber. So, hier, komm schon. Er wollte auch was machen. Aber keine Zeit im Finale. Wäre lustig, wenn wir beide noch als Letzter übrig bleiben. Aber jetzt erstmal Konzentration, dass wir da hinkommen. Ja, hier ist, glaube ich, gut, immer nah in der Mitte zu bleiben, ne? Da, wo die beiden Rollen sich berühren. Damit man immer schnell wechseln kann, und springen und hechten ist ja tabu, möchte ich mal sagen. Das geht zu schnell, der Richtungswechsel. Aber da muss man schon viel mit der Kamera arbeiten. Wow. Oh, da lag da schon halb. Oh, der war knapp. Der war knapp. Oh, der eine ist auch raus. Ah, der Gelbe ist auch noch da, der Boxer. Oh, der fällt hin. Der ist weg. Tatsächlich sind wir bei dem Finale. Oh. Sieg für mich. Tut mir sehr leid für ihn. Aber die Krone nehme ich gerne mit. Mal schauen, welchen Kronenrang ich jetzt habe. Ich weiß das selber gar nicht so genau.
139 bin ich jetzt. Schaut euch mal das Bild hier an, das ich gefunden habe. Es zeigt die ganzen Kronenränge und was man dafür bekommt. Es ist natürlich nur die Frage, wie viele Kronen man für jeden Rang braucht, aber das werde ich euch sicherlich auch noch mal nachreichen können. Aber ihr seht hier, Rang 1 bekommt man erstmal nichts und das setzt sich dann sofort, bis man dann in Rang 50 den goldenen Ritter vollständig hat. Rang 48 das Unterteil, Rang 50 das Oberteil. Den ersten goldenen Skin bekommt man in Rang 23, das ist das Unterteil der goldenen Hexe. Und den Eiswaffe-Skin, den bekommt man schon in Rang 12 und Rang 16. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich bin Rang 19, steuere jetzt gerade auf meine Rang 20 zu, da kriegt man so ein Muster mit Nummer 1 Plakette. Finde jetzt nicht so berauschend, aber gut. Verratet mir mal, in welchem Rang ihr seid. So Leute, das war's auch schon. Hoffe, das hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Kronjagen wieder. Also bis dann, macht's gut. Ciao.